Wir haben es geschafft, die dritte Woche ist vorüber und damit ist die Ultra-Zeit auch vorbei. Wir hatten jetzt drei spaßige Wochen, also mehr oder weniger, und wir werden heute uns mal die Auswertung angucken, was denn bei den Eiern so drin gewesen ist, wie viel ich bei Mewtwo geschafft habe, ob da was Gutes bei rumgekommen ist, wie war das Glück bei den Shinies in der Wildnis und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, die dritte Woche, die war sehr, sehr seltsam. Weil ich habe gedacht, die wird mich jetzt nicht so interessieren, weil es fing schon an mit den neuen Boxen. Habt ihr das mitbekommen? Wir haben ja jetzt neue Boxen, die man kaufen kann und die sind so abartig schlecht, dass Niantic mir komplett die Lust genommen hat, die Sima-Eier auszubrüten. Zur Erinnerung, wer das Video vielleicht schaut und hat von der Ultrawoche keine Ahnung, wir haben jetzt die Möglichkeit, die regionalen Pokémon in der schillernden Variante aus den Eiern zu bekommen. Jeder hat also Bock, diese Sima-Eier auszubrüten. Und dann hat Niantic Folgendes gemacht. Die haben gesagt, oh, wir kriegen mit, die haben ja echt Bock, die Dinger auszubrüten. Also verdoppeln wir die Chance, dass man Eier aus den Geschenken bekommt. Es war sogar jetzt möglich, dass man zwei Eier aus den Geschenken erhalten kann. Und damit ist rein rechnerisch 40 Eier am Tag möglich. Wird natürlich niemals passieren, es sei denn, du hast Glück und kriegst wirklich aus jedem Geschenk. Und du kannst ja nur 20 öffnen am Tag, immer zwei Eier und kannst sie alle tatsächlich auch so erhalten. Dann hast du maximal 40 Eier und kannst die ausbrüten. Und die haben natürlich schlau, wie sie sind, sich gedacht, die Deppen kaufen ja die Eier. Also machen wir die Boxen so unattraktiv, dass man mehr Coins ausgeben muss, um sich Pokémaschinen zu leisten. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Ich finde das richtig, richtig frech. Man erhöht einfach die Chance aus den Eiern, weil man ganz genau weiß, man will diese Pokémon haben und die haben 100 Pro. Ey, das ist ein Unternehmen. Die sind natürlich auch gewinnorientiert. Die wollen Kohle, Kohle, Kohle. Die wollen nicht unser Bestes. Und da gibt es eine Abteilung, die kümmert sich halt nicht weiter drum, um zu überlegen, wie kann man doch ein bisschen mehr Geld fürs Unternehmen rausholen. Nennt sich dann Gewinnmaximierung. Und ich habe hier jetzt das Gefühl gehabt, das allererste Mal bei Pokémon, also so richtig auffällig, hier will man eigentlich nur dafür sorgen, dass man die Coins in einer prozentual erhöhten Form aus den Taschen zieht. Auch wenn es so 15 oder 15 oder sogar 20% sind, das ist schon, ich finde das frech. Und die Boxen habe ich mir auch nicht mehr gekauft. Ich habe mir gedacht, nee, ich werde jetzt hier keine Brutmaschinen mehr holen und ihr kennt mich. Ich meine, ich gebe schon gerne Geld aus, also und das soll ja auch unterstützen. Aber irgendwo ist dann auch der Punkt erreicht, wo ich sage, das geht so halt nicht. Und deswegen habe ich alle Brutmaschinen, die ich hatte, und das waren hauptsächlich die auf dem zweiten Account, nur noch genutzt, um das hinter mich zu bringen. Und dann war das Event für mich von den Sima-Eiern auch komplett vorbei. Ich war so froh, dass ich letzte Woche schon einen Kangama hatte. Und diese Woche war mir so völlig egal. Und das war eben auch der Grund, warum ich gedacht habe, okay, die dritte Woche wird für mich lame. Denn die Pokémon der fünften Generation zum Beispiel, die haben mich auch gar nicht so interessiert. Keine Ahnung warum. Vielleicht war das auch schon so eine Generation, die ich schon nicht mehr aktiv gespielt habe, dass ich mit den Pokémon nicht viel anfangen kann. Ich meine, Yorkliff ist richtig süß, in Shiny auch cool und selbst Nagelotz in der schönen Variante ist als Partner-Pokémon auch ein absolutes Highlight. Gefällt mir sehr gut, deswegen habe ich den auch sehr oft als Partner auch gelassen. Ja, und die Starter waren zu selten. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt die so mega selten gemacht hat. Auf der einen Seite, dass man so am Tag einen Schatten sieht, um hinzufahren, um sich diese Starter-Pokémon zu holen. Eins am Tag. Und wir reden hier von den Schatten, also Pokémon, die du noch nicht hast. Und wenn du eins hast, findest du ja die Schatten nicht mehr und dann findest du vielleicht gar kein Pokémon mehr. Also hast du einmal einen Floink gefunden, kann es passieren, dass du es nie wieder in der ganzen Woche einmal erblickst. Ich meine, ich kann verstehen, dass man das nicht gleich hinterher schenken oder schmeißen möchte. Aber ich sehe das so, es war ja ein Bonus der Ultra-Woche. Und die fünfte Generation hätte so oder so kommen müssen. Und ich frage mich, wo ist denn jetzt dieser Bonus? Die wollen wir doch nicht ernsthaft erzählen, dass man jetzt nur, weil wir das geschafft haben und viel gespielt haben, dass man als Belohnung die fünfte Generation jetzt freigeschaltet hat. Also das ist Blödsinn. Die fünfte Generation, die wäre so oder so gekommen. Völlig unabhängig davon, wie wir uns angestrengt hätten bei den Events zuvor. Das hätte so oder so gekommen. Die haben das einfach nur clevererweise genutzt und gesagt, hier, das ist eure Belohnung. Das ist nicht unsere Belohnung. Die Belohnung war hier eher in der dritten Woche, dass Mewtwo
mit der besonderen Attacke, die man nur bekommen konnte, und in Shiny. Das war das absolute Highlight. Die Eier, die Sima-Eier. Frechheit. Und die neuen Pokémon, die waren für mich in der Ultra-Woche zu wenig. Denn jetzt, wo die Woche vorbei ist, sieht man ja, es hat sich an der Spawn-Rate erstmal nichts getan. Wir haben immer noch Yorkliff draußen in der gleichen Form, oder bilde ich mir das ein? Es kann sein, dass man da vielleicht die Spawn-Rate zurückgeschraubt hat. Aber ich finde immer noch sehr viele Nuglots und sehr viele Yorkliff und auch die Starter, wie sie in der ganzen letzten Woche auch waren. Dazu haben wir hier noch ein Nest, wie aus Potsdam kommt. Fahrt zum Schloss Sanssouci, da ist ein Serpifoy-Nest und da lohnt sich das Gefarme dann schon. Also das sind so Sachen, die haben jetzt die Woche für mich nicht interessant gemacht. Die haben die Woche für mich halt nicht doch interessant gemacht, war es jetzt gutes Deutsch? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist der Punkt und für mich war es trotzdem die beste Woche. Und jetzt kommen wir eben zu den positiven Dingen. Es war einfach unnormal, wie viele Leute man draußen getroffen hat. Das ganze Wochenende ging eigentlich nur drauf für Pokémon Go, weil man ist rausgegangen, wollte ein Mewtwo-Raid machen, da waren so 16 Leute, manchmal waren wir sogar über 20, mussten mal die Gruppen splitten. Und dann hatte immer noch einer Bock zum nächsten Raid zu gehen und dann waren die auch alle so recht nah beieinander, manchmal 10 Minuten später erst geschlüpft und dann ist man von einem zum anderen und da war ratzifatzi der Tag vorbei und die Leute waren alle mega gut drauf. Da hat man sich gefühlt, ich meine, ich bin ja nun auch nicht mehr so jung. Und früher war es immer so, da hat man sich auch getroffen in der Clique. Und war halt irgendwo, hat da vielleicht sein kleines Cola-Bierchen, damals hat man sowas noch getrunken, in der Hand gehabt und hat halt eben über Gott und die Welt so ein bisschen sich unterhalten und gelacht und Spaß gehabt. Und so war das jetzt eben auch die ganze Woche und ich kenne dich nicht so. Das kenne ich überhaupt nicht so. Normalerweise trifft man sich eigentlich nur zu den Raids, verabschiedet sich und ist gut. Aber dann ist man so rumgefahren, war mit den Autos sogar unterwegs und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und deswegen sage ich, das war für mich die unterhaltsamste und auch beste Woche, weil einfach dieses Community-Gefühl, kann man schon sagen, das war einfach hier in dieser Woche am größten. Und das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Das sei an der Stelle aber erstmal der einzige Punkt. Dann kommen wir zu den Eiern. Ich habe jetzt mal zusammengezählt. Ich habe jetzt insgesamt, und da zähle ich jetzt die Eier von der letzten Woche noch mit dazu, 315 Sima-Eier gebrütet. Und dafür, dass ich ja vorhin gesagt habe, ich habe keine Brutmaschinen mehr gekauft, da wird jemand bestimmt schon feststellen, naja, das sind aber immerhin mehr als du letzte Woche gebrütet hattest, weil da waren es ja 147, glaube ich, oder irgendwie sowas. Das heißt, ich habe jetzt noch mal so viel gemacht, plus noch ein bisschen mehr. Das lag aber auch nur daran, weil der zweite Account, bei denen hatte ich damals, als es noch die guten Boxen gab, auch ganz, ganz viele Boxen mir geholt, also gekauft, dass ich da die Raid-Pässe hatte. Und da waren eben auch immer noch so 10 Brutmaschinen drinne, das mal 3, und die hatte ich halt noch. Nur hatte ich nie einen Grund gesehen, die dafür zu nutzen. Und jetzt bei dem Event sind die alle draufgegangen. Und das waren so knappe 120, 130 Stück. Und das war dann schon natürlich auch cool, weil so konnte ich noch ein bisschen was brüten. Und jetzt habe ich eben keine Brutmaschinen mehr. Und ich kann nur nochmal sagen, also ich hoffe, es hat sich keiner diese Brutmaschinen gekauft. Weil nur dadurch kann man Niantic sagen, hier passt auf, so geht's einfach nicht. Und es war so witzig, als ich mir das Video vom Schilling angeguckt habe, wie er das noch auch, also er ist ja auch der gleichen Meinung und sagt, das sind die schlechtesten Boxen und er hat sie sich ja auch einmal gekauft. Er hat ja gesagt, in einem Video, er hat sich die einmal gekauft, weil er wollte ja brüten und da sieht man ja, genau das ist auch der Grund, warum Niantic das macht. Die wissen ja, die Leute, die richtig viel spielen, die können ja nicht anders. Die haben Platzmangel und müssen sich einfach die aktuellen Boxen kaufen. Natürlich gefällt es denen nicht, aber die machen es ja trotzdem. Und damit ist ein Spieler, so wie eben auch der Daniel Schilling, jemand, der Niantic unterstützt, obwohl die es scheiße finden. Das ist paradox. Das ist komplett paradox. Also mir war es dann egal, wie gesagt, ich habe dann einfach aufgehört und das war alles, was ich rausholen konnte. Mehr konnte ich nicht brüten. Ich hätte deutlich mehr Eier auch brüten können, aber nicht mit diesen Boxen. Und von diesen 315 Eiern waren es insgesamt 137 regionale, was ziemlich interessant ist, denn das ist ja fast großzügig aufgerundet, die Hälfte aller Eier waren Regios. Sollte nicht die Chance bei 1 zu 5 sein? Und man hat auch gemerkt, später hat man die Rate auch erhöht. Ich habe ganz, ganz viele Eier gebrütet, wo
weiß ich nicht, so von 9 Siemer-Eiern waren vielleicht 7 Regos drin. Da haben die irgendwas gedreht. Und wisst ihr, was auch witzig gewesen ist? Ich habe gelesen, das ist ja auch nicht an mir vorbeigegangen. Man hat sich wohl online beschwert, dass die Shiny-Chance aus diesen regionalen Pokémon gemindert wurde. Ah, das wäre ja zu geil. Also ob das stimmt, keine Ahnung. Ich kann's, ich sag mal so, ich hoffe, es stimmt nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, wollte ich gerade sagen, aber ich kann es mir schon vorstellen. Ich habe mir auch so gedacht, wenn die schon die Eier verdoppeln und die Brutmaschinen teurer machen, dann wäre es jetzt noch der Hammer, wenn sie die Shiny-Chance runtersenken würden, dass man noch mehr diese schlechten Boxen kaufen müsste. Das wäre noch ein viel größerer Schlag ins Gesicht. Und ich glaube, ein paar Leute haben es dann auch so für sich entdeckt und das dann online verbreitet. Niantic hat sich sogar dazu geäußert. Und da sieht man doch schon, wie krass das eigentlich ist. Wenn Niantic schon sich äußern muss, weil die Stimmen der Mehrheit so hoch gewesen sind, dass man echt irgendwann dachte, man hätte die Shiny-Chance hier gemindert. Ob das so ist, das weiß kein Mensch. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den hat man immer wieder. Ich wüsste auch gerne, wie bei den Spielen, wie hoch ist denn eigentlich die Shiny-Chance? Immer im Dunkeln zu tappen ist richtig blöd und man kann sie auch nicht immer auf das Silphword verlassen. Weil das Ding ist, Niantic kann jederzeit diese Chancen anpassen und ändern. Und ich habe auch so das Gefühl, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, die haben mehr Eier und die Brutmaschinen kosten mehr, dann denke ich auch, die Shiny-Chancen sind verschlechtert, weil die mehr Geld haben wollen. Das denke ich auch so, aber wie gesagt, ich kann es nicht belegen, beweisen, ob so ist oder nicht. Die regionalen Pokémon, ich habe es nochmal einzeln aufgeschlüsselt. Das sind 39 Kangamas gewesen, 38 Pantymos, 27 Porenta und 33 Tauros. Und von den 137, 1 zu 50, ich denke so 2, 3 Shinies waren zu erwarten. Wie viel habe ich jetzt bekommen? Das ist dann das hier, ein Kangama, ihr kennt's, und tatsächlich auch ein Porenta. Richtig cool, ich habe 2 bekommen und jetzt ist eben das Coole, ich weiß, Ralf, ich habe dir nicht vergessen, du hast in einem Video geschrieben, du hast 2 Tauros. Ich denke, wir werden uns da einigen müssen oder können oder dürfen. Ich hoffe, ich bekomme dieses Tauros, weil dann hätte ich tatsächlich alle regionalen Shiny auch abgegriffen. Also für die Sammlung wäre es ein Traum. Ich muss nur überlegen, was ich dann dir halt geben kann als Ausgleich. Leider habe ich nichts doppelt bekommen, außer ein Alola Sandan. Also du kriegst natürlich auch eins aus den Siemer-Eiern. Da habe ich ja ein paar, die doppelt sind von den Babys. Die sind zwar nicht ganz so selten wie die Regios, aber naja, vielleicht habe ich Glück und du bist jetzt nicht der Sammler. Dann könntest du sehr wahrscheinlich eher darauf verzichten. Na, mal gucken. Also falls du das Video guckst, schreib es einfach mal rein. Würde mich interessieren. Denn ich muss tauschen. Dann kommen wir zum Highlight, das war Mewtwo. Mewtwo hatte ich richtig Bock, weil das Besondere war ja auch nicht nur die Shiny-Form, sondern es war die Attacke. Psychostoß hat es bekommen, war es die Attacke? Auf jeden Fall irgendeine Psycho-Attacke war es und ist damit jetzt der stärkste Angreifer überhaupt im Spiel, habe ich gelesen. Und da hat natürlich jeder Bock auf das Shiny gehabt. 1 zu 20 soll die Chance gewesen sein. Ich habe jetzt insgesamt, und jetzt genau zuhören oder zusehen, 82 Weights. Zur Erinnerung, ich habe Rayquaza 200 gemacht und 14 Shinies draus gezogen, da hatte ich Glück. Bei 10 wären verdient, 14 war Glück. Und ich wusste, irgendwann kommt die Zeit, wo ich Pech haben werde. Ja, und wenn ich das schon so sage, dann hört man schon raus, dann lief es anscheinend nicht ganz so gut bei mir. Und ja, es lief auch nicht so gut. Ich habe von diesen 82 Raids, wo man 4 im Durchschnitt erwarten kann, habe ich 2 bekommen. 2 läppische Shiny Mewtwo und das ist enttäuschend. Das ist wirklich super, super enttäuschend. Ja, weil man kann eben auch nicht mehr machen als Raiden. Das ist eben das Problem. Ich könnte noch die Raid-Stunde mitnehmen, aber da muss ich ja arbeiten. Also auch da werde ich kein Mewtwo mehr bekommen. Das ist echt, echt schade. Aber was willst du machen? Manchmal hast du eben Glück, so wie bei Rayquaza. Und hier habe ich jetzt eben Pech gehabt. Jetzt, wo die Woche vorbei ist, muss ich auch ehrlicherweise mir eingestehen, es ist gar nicht so schlimm. Denn ich hatte so ein bisschen Glück im Unglück. Ich habe einen Shiny bekommen auf dem Hauptaccount. Und rein zufällig, wusste ich gar nicht, war ich mit jemand Lucky befreundet, der auch aus Potsdam kam. Ich konnte mit dem, das war ein Alex, aber ich konnte mit dem Namen halt nichts anfangen. Und da kam dann auf mich zu und meinte, hey, du bist doch so und so. Und falls du eins hast, tausch mal sofort. Geil, ich hab's bekommen, sofort getauscht. Und es war eine Verbesserung. Zwar kein ultimatives, starkes Shiny, aber
Ich habe eh nicht so viel Candies, um das aufmaxen zu können. Alle Candies habe ich ja in Rayquaza reingegeben. Und von daher werde ich maximal sowieso nur zwei Mewtwo hochzüchten können. Ein Shiny und ein starkes. Ich habe einen 98er am Ende bekommen. Das war dann so noch ein anderes, zweites Highlight für mich. Und mehr brauche ich sowieso nicht. Zum Tauschen wären die halt ganz gut gewesen. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm zu sehen, dass man hier kein Glück hatte. Es gab andere Personen, das war auch so verrückt, in der Babelsberg-Gruppe, da gab es viele, die haben da deutlich mehr Glück gehabt als ich. Die sind da, weiß ich nicht, haben da 30 Raids gemacht, 4-5 Shinies draus gezogen, das war so gefühlt der Schnitt. Und dann, als wir am Ende der Woche nochmal in der Innenstadt gewesen sind, da waren dann auch dann die Leute dabei, die nicht so viel Glück hatten. Also da hat man schon gesehen, okay, es gleicht sich doch aus und Pokémon ist eben manchmal auch ein richtiges Arschloch. Ja, muss man so sagen. Und da hatte einer, ob das stimmt, weiß ich nicht, kann man ja schlecht prüfen, aber er meinte, er hatte mit 3 Handys jeweils 30 Raids gemacht und davon ein Shiny draus gezogen. Und eins aus 90, das ist natürlich noch schlechter als das, was ich habe. Ja, und gibt es. Es gibt Leute, die haben sicherlich auch 80 Raids gemacht und keins bekommen. Aber da muss man aber schon verdammt viel Pech haben. Also ich bin da zwar unzufrieden, aber gesamt betrachtet kann ich trotzdem nicht meckern, weil ich habe dafür eben an anderen Stellen Glück und so gleicht sich eben alles wieder aus. Dann apropos Glück, und jetzt kommt für mich mein ultimatives Highlight. Und da dürft ihr mich gerne hassen, denn das war... Oh, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Also erstmal, das sind meine wilden Encounter. Und ihr seht, 2873 mit der Chance auf Shiny. Ich habe natürlich deutlich mehr gefangen und auch Pokémon begegnet als 2873. Aber genau diese Zahl, das sind die Pokémon, die hätten ein Shiny sein können. Die habe ich gezählt. Ihr kennt es ja mittlerweile von mir. Nur die werde ich hier auch zählen. Und von diesen 2873, da gab es eben ein paar Onix, da gab es ein paar Yanmas und andere Pokémon, die eben eine bessere Chance hatten als 1 zu 450. Aber nehmen wir mal an, wir hätten jetzt bei jedem Pokémon eine Chance von 1 zu 450. Dann durfte ich im Schnitt so 6 bis 7 Pokémon in Shiny bekommen. 6 bis 7. Und ich sage euch, es war die mit Abstand beste Shiny-Woche, die ich jemals bei Pokémon Go hatte. Mit Abstand. Und dabei hatte ich noch nicht mal so Bock. Ich meine, diese Zahl ist so klein. Ich schaff sonst, weiß nicht, 3, 4 in der Abenteuerwoche waren sogar 6.000, 7.000 Pokémon, wenn ich richtig Gas gebe. Und das ist für mich jetzt zwar immer noch gut, weil das heißt, 400 Pokémon am Tag hat man begegnet. Da muss man schon so ein paar Stunden unterwegs sein auch. Von daher gar nicht so eine kleine Zahl. Aber dieses Quäntchen Glück, was ich hatte, das ist einfach unnormal gewesen. Und ich hatte an einem Tag waren es sogar 7 Shinies. 7 Shinies in der Wildnis. Unnormal. Einfach unnormal habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Noch nie. Und ich kenne das auch von keinem. Also richtig, richtig abartig krass. Und wer jetzt wissen will, was ich hatte, das sind diese Pokémon. Ich habe die jetzt geordnet von links oben nach unten und dann immer nach rechts gehend. Das war so der zeitliche Ablauf. Und da ist schon einiges dabei gewesen. Ihr seht's, Nagelotz habe ich 4-mal bekommen. Ich meine, kein Mensch braucht das. Aber ich weiß nicht, die haben doch die Chance da nicht erhöht. Das wäre mir neu. 1 zu 450 sollte es gewesen sein. Ich habe es 4-mal bekommen. 4-mal. Ich habe vielleicht insgesamt 600 Pokémon von den Yorklef und Nagelotz zusammen angeklickt. 600 von diesen 2800. Und davon waren es 5 Shinies. Ah, unnormal. Einfach unnormal. Und jetzt gucken wir uns mal die Zahlen an, denn das ist das Verrückte. Muschas war das erste Pokémon. Da hab ich 709 Versuche gebraucht. Und da dachte ich mir schon so, naja, das ist jetzt normal. Wenn es jetzt so läuft wie immer, dann ja, werde ich irgendwo bei 1 zu 500 rauskommen. Das nächste Pokémon, wenn ich Glück habe, 200, danach wieder 1000, dann wieder 1000, dann 700. So läuft's halt immer. Nee, war nicht so. Nach Muschas hat es nur 8 weitere Pokémon gedauert, da bekam ich Nagelotz. Und ich dachte mir, oh geil, vielleicht läuft es ja doch ganz gut. Dann 134 Pokémon später gab es einen Yorklef, auch das ziemlich cool, war ich überrascht. Und dann hat es wieder fast 1000 Pokémon gedauert, bis ein Yanma kam. Ja, da war dann schon die Enttäuschung wieder ein bisschen größer.
Dann gucken wir mal auf die rechte Seite. Denn das war, glaube ich, auch der Tag, da ging es dann so richtig ab. Janmar war auch... Doch, das müsste der Tag gewesen sein. Ich habe irgendwann angefangen mit Janmar, wo ich ja 901 Versuche gebraucht hatte. Und das war halt relativ früh noch am Tag. Danach habe ich direkt ein Meti bekommen, Alter, 21 Versuche später. Danach direkt 57 Versuche später ein Visor, das war Nummer 3. Dann fahre ich nach Hause, bekomme nach 101 Encountern den Radfratz. Das war Pokémon Nummer 4. Da waren wir eben bei den Raids gewesen. Und auf dem Weg zum Raids habe ich ja auch schon wieder 3 Stück bekommen. Das ist einfach krass. Dann machen wir einen Raid bei Mewtwo, gehen zum nächsten Mewtwo und da ist ein Pantymos dabei, ein Nagelotz und ein Onix. Einfach krank. An einem Tag, das sind genau die Pokémon, die ich an einem einzigen Tag bekommen hatte. Und ja, das ist auch nicht die Regel. Auch wenn ich die Zahlen mir jetzt nochmal so angucke, das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. So ist Pokémon eben manchmal. Und wer sich das jetzt hier anguckt und jetzt neidisch wird, braucht ihr gar nicht sein. Also ihr kennt ja meine Videos. Ich meine, ich mache jetzt seit über einem Jahr Videos und das hatte ich so in der Form noch nicht. Ich habe normalerweise nichts, im Gegenteil. Ihr kennt meine Zahlen und ich bin normalerweise jemand, der liegt deutlich unterm Schnitt. Bei jedem C-Day, bei jedem Event und das hier ist eine Ausnahme. Und ich denke mal, nach einem Jahr darf auch ich mir mal den Luxus gönnen und auch so eine Zahlen präsentieren. Das wird auch so schnell wahrscheinlich nicht wiederkommen. Ja, und dann am nächsten Tag gab es dann mal einen Janmar, noch einen Nagelotz. Dann ist der erste Wablu. Das erste Wablu auch wieder zwischen den Raids gefangen. Und ganz zum Schluss auf dem Nachhauseweg nochmal ein Nagelotz. Ja, frech. Einfach frech. Wie das Glück manchmal so ist. Aber andere werden jetzt sagen, naja, schön, jetzt hast du hier zwar viel Glück gehabt, aber dafür hast du ja bei Mewtwo nicht so viel Glück gehabt. Also ich hätte lieber gerne ein Mewtwo in Shiny, statt die ganzen normalen Wildnis-Shinies. Und wer sich jetzt das denkt, da kann ich euch sagen, ja, ich auch. Ich hätte auch gerne vielleicht so 4-5 Shiny Mewtwo, dafür aber nur so 3-4 Pokémon in der Wildnis. Würde ich super gerne alle meine Pokémon, die ich gefunden habe, eintauschen gegen ein Shiny Mewtwo. Ist einfach so. Aber man kann nicht alles haben. Es ist so, wie es ist. Ich fand es trotzdem cool. Und das ist eben auch der Grund, warum ich die Woche so genial fand. Es war die Mischung aus extremes Glück bei den Shinies und der guten Community, die man eben in Potsdam getroffen hatte, dass da alle so viel Bock hatten, war ein Highlight. Das war für mich wirklich ein schöner Abschluss der letzten Ultra-Woche. Ja, und da tut es mir auch total leid für die, die jetzt mit mir noch Monster Hunter zocken wollten, weil ich war zwar permanent on, aber ich habe mich selten wirklich auch so eingeloggt, dass ich spielen konnte. Ich war ja immer draußen. Ab und zu war ich zu Hause, Handys aufladen, dann konnte ich noch eine Runde spielen, aber jetzt die Woche, da werde ich mich mehr auf Monster Hunter World konzentrieren, weil jetzt habe ich auch in 2 Tage noch frei, hinten am Ende der Woche. Und da wird hoffentlich bei Pokémon Go so ein bisschen zurückgeschraubt. Das nächste Event kommt ja erst, weiß ich nicht, in ein paar Tagen. Sternstaub-Event soll wieder geben. War das nicht sogar ab dem 3. Oktober? Es ist noch eine Woche und dann war ja nochmal irgendeine Safari-Zone mit einem anderen Pokémon. Aber ich denke, da haben wir noch eine Woche Zeit. Ja, kann ich mich erstmal entspannen. Das finde ich gut. Ich brauche eine Pause. Aber es war gesamt betrachtet dann doch cool. Also Niantic, Daumen hoch für die schöne Zeit. Aber Daumen runter für die schlechten Boxen und die Shiny Shocks bei Mewtwo. Ich hoffe, irgendwann werden die es ein bisschen transparenter gestalten. Ich werde auch gerne ein paar Tabellen, wo man sieht, wie die Shiny-Chancen bei jedem Pokémon sind. Aber das machen die wahrscheinlich nicht. Weil die wollen es hier interessant gestalten. Ne? Ihr kennt es ja selber. Wenn Leute über ein Thema sprechen, auch wenn es negativ ist, ist es immer noch besser, als wenn Leute gar nicht drüber sprechen. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt die Shiny-Chance wüsste bei Pokémon Go, dann würden sich vielleicht die Leute gar nicht mehr so viel aufregen. Aber in dem Moment, wo die Leute sich nicht mehr so viel aufregen, wird es vielleicht auch nicht mehr so interessant. Und ich denke, das weiß Niantic auch. Und solange man über die spricht und Leute sich noch aufregen, ist Pokémon noch hoch im Kurs. Ich denke, das wird wohl so der Hintergrund sein. Von daher machen die es strategisch gesehen eigentlich richtig. Obwohl es mir auch manchmal gegen den Strich geht. Das war's aber erstmal zur heutigen Folge. Richtig lange hat es gedauert, aber es gab auch einiges zu erzählen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und euch noch eine schöne Woche. Bin ja hauen und tschüss.